Hier bitte, Scotty. Du brauchst das mehr als ich. Entschuldigen Sie bitte, ist das Ihr Hund? Ja, sicher. Sein Name ist Scotty. Der arme Kerl. Er verdient ein besseres Zuhause. Er sollte nicht auf der Straße leben. Nun, ich wünschte, ich hätte eins. Ich habe es erst kürzlich verloren. Und die Dinge sind so... Das ist wirklich unverantwortlich von Ihnen. Sie sollten keinen Hund haben, wenn Sie sich nicht mal um sich selbst kümmern können. Hey, Scotty. Füttert er dich überhaupt? Willst du ein richtiges Zuhause? Ich füttere ihn. Ich esse vielleicht nicht immer, aber er schon. Er wird nirgendwo hingehen. Ach ja? Das werden wir ja sehen. Ich rufe mal den Tierschutz an. Sie verdienen es nicht, einen Hund zu haben. Hallo, ja? Hier ist Karen Kaufmann. Ich möchte einen Fall von Tiermisshandlung melden. Dankeschön. Es ist so kalt. Dir muss auch kalt sein. Da ist er. Das ist der Typ, der den Hund vernachlässigt. Verzeihung. Wir haben eine Anzeige wegen Tiermisshandlung. Wann hat er das letzte Mal gegessen? Erst vor ein paar Stunden habe ich ihm mein Sandwich gegeben. Warum? Ja, klar. Es ist doch offensichtlich, dass er lügt. Dieser Hund hat seit Tagen nichts gefressen. Haben Sie ein Haus, wo er schlafen kann? Nun, für manche mag es kein Zuhause sein. Aber für uns reicht es. Also, dieser Hund braucht ein richtiges Zuhause. Nicht hier draußen. Mit ihm. Jakob? Was glaubst du denn, ist hier los? Ich glaube, die wollen von dem Mann den Hund wegnehmen. Ich werde ein Video machen. Also, es wurde ein neues Gesetz verabschiedet. Wer in dieser Stadt kein Haus hat, darf keinen Hund halten. Wir müssen ihn leider mitnehmen. Nein, warten Sie bitte. Sie verstehen das nicht. Ich kann nicht ohne ihn sein. Wir brauchen uns gegenseitig. Sehen Sie, ich war nicht immer obdachlos. Ich hatte mal einen respektablen Job. Und auf einem meiner Spaziergänge nach Hause, nun, da traf ich Scotty. Er war überall auf der Suche nach etwas zu essen. Er hatte kein Zuhause. Er war einfach so traurig. Aber als ich einen Blick in seine großen Augen warf, wusste ich, dass ich ihn mitnehmen musste. Ich nahm Scotty mit nach Hause und kümmerte mich um ihn. Er wurde jede Woche gewaschen. Er bekam nur das beste Futter. Und ehe ich mich versah, sah Scotty wie ein gesunder Hund aus. Wir waren unzertrennlich und alles lief großartig. Naja, bis ich ein paar Monate später meinen Job verlor. Und auf einmal hatte ich kein Einkommen mehr. Ich war mit Rechnungen im Rückstand und am Ende hatte ich 4.000 Euro Mietschulden. Da ich nicht bezahlen konnte, verloren wir beide unser Zuhause. Also, wie Sie sehen, Scotty brauchte mich, als er obdachlos war. Und jetzt bin ich der Obdachlose. Also irgendwie brauchen wir beide uns gegenseitig. Okay, das ist eine tolle Geschichte. Aber wer weiß, wie viel davon überhaupt wahr ist. So oder so. Regeln sind Regeln. Richtig? Ah, richtig. Nehmen wir ihn. Was? Nein, bitte. Hören Sie. Was mache ich ohne Scotty? Hören Sie. Wenn Sie Ihr Haus wieder haben, kriegen Sie auch Ihren Hund zurück. Wenn der Hund dann noch kein neues Zuhause hat. Komm, Scotty. Sollen wir dir ein neues Zuhause suchen? Komm schon. Nein! Scotty! Entschuldigung. Es tut mir so leid. Ich kann nicht glauben, was gerade passiert ist. Ja, es ist so unfair. Ich habe gesehen, wie gut du den Hund behandelt hast. Wir müssen was machen. Es hat keinen Sinn. Ich kann keinen Hund haben, wenn ich kein Zuhause habe. Und wenn ich keine 4.000 Euro auftreiben kann, bekomme ich Scotty nie wieder zurück. Wir müssen doch etwas tun können. GoFundMe.
Was? Wir können ein GoFundMe anfangen. Guck mal, wir können ihnen allen erzählen, wie die Geschichte, wie du Scout gefunden hast. Ich bin sicher, Leute wollen dir helfen. Meinst du wirklich, das könnte klappen, Jakob? Ja. Bitte, lass mich einfach versuchen. Na gut, okay. Wenn du meinst, dass es klappt. Ja, okay. Mein Computer ist zu Hause. Komm. Jakob rennt los, so begeistert davon, dass er Scotty zu seinem Besitzer zurückbringen konnte. Er geht an seinen Laptop und startet eine GoFundMe-Seite und erzählt der Welt von Scotty, um ihn wieder nach Hause zu bringen. Er setzt sich das Ziel, 4.000 Euro zu sammeln. Und ehe er sich versieht, geht die Geschichte über Scotty viral. Menschen auf der ganzen Welt beginnen, Geld zu spenden. Jakob und seine Mutter können nicht glauben, was passiert. Und dann, ein paar Tage später, besuchen Jakob und seine Mutter den Obdachlosen. Entschuldigung, Charles? Oh, hi. Ich war mir nicht sicher, euch wiederzusehen. Na klar, aber guck mal, wir haben eine kleine Überraschung für dich. Was denn? Warum kommen Sie nicht mit uns? Ich weiß, es klingt komisch. Aber ziehen Sie das an. Okay. Okay, wir sind fast da und stopp. Du kannst es jetzt abnehmen. Okay. Moment, das ist meine alte Wohnung. Ich verstehe das nicht. Was machen wir denn hier? Tatsächlich ist das Ihre neue Wohnung. Hier sind die Schlüssel. Was? Sie haben meine 4.000 Euro Mietrückstand bezahlt? Noch besser. Wir haben die Wohnung gekauft auf Ihren Namen. Also gehört sie jetzt auch Ihnen. Ich? Mir? Was? Wirklich? Ja. Ich verstehe nicht. Du weißt, die GoFundMe-Idee, die wir hatten? Ich sag mal so, es hat funktioniert und wir haben genug Geld, die ganze Sache zu kaufen. Wow, ich kann das nicht glauben. Das wird mein Leben verändern. Ich danke Ihnen so sehr. Oh, nichts zu danken. Also, ich habe noch eine gute Überraschung. Scotty. Hi, hi, mein Freund, ich habe dich so sehr vermisst. Ich kann nicht glauben, dass Scotty zurück ist. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Gott segne Sie beide. Gern geschehen. Segnen Sie sich auch. Ha, ha, ha.